So, dann probieren wir es halt nochmal. Dann schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Okay, jetzt müsste der Ton gehen. Und jetzt hören wir das an. Und das ist alles, was er sagt, ist richtig. Aber ich behaupte, dass solange du noch viel Materialismus in dir drin hast, nützt dir das gar nichts. Es ist nur esoterisches Geschwätz. Was hier fällt, ist das Rohre. Und es ist immer noch durchsetzt mit unbewussten raumzeitlichen Dingen. Lass uns diesmal tief betrachten. Wer ist überhaupt der, der auf die Idee in dir kommt, nicht im Flow zu sein? Ist es ein Ich? Lass uns hineinschauen. Ich bin nicht im Flow, aber wer ist ich? Kennst du dieses Ich, das sagt, ich bin nicht im Flow? Dieses Ich, dieses kleine Ich, dieses imaginäre Ich, dieses Hologramm, das ich mir selbst aufgebaut habe, denn ich war ein Kind, glückselig, voller Lebensfreude, voller Energie. Und dann entstand ein Ich in mir drin. Ein Ich mit dem Namen Patrick. Wunderbar. Namen sind vollkommen okay. Aber wer ist der, der das Ich kreiert hat in mir drin, mit dem Namen Patrick, der einen Körper hat? Das ist jetzt die große Frage dabei. Aber dieses Ich, das blaue Ich kreiert, ist ja auch schon wieder ausgedachtes Ich. Bist du noch dran? Ich höre dich. Ja. Vor dem Wort war es still. Und diese Stille. Vor dem Wort, vor dem doppelt gespannten Ort war es still. Und diese heilige stille Kraft in dir ist der innere Frieden. Und dort. Frieden, Frieden, die Frucht des Paradieses. Aber Paradies ist ja wieder immer dieses Paradies. Das ist, die Worte sind so tief und solange du raumzeitlich denkst, solange du die vier Ichs nicht verstanden hast. Und wichtig ist, dass man weiß, dass das Rote immer auf was hinweist, was nicht existieren kann. Da wird dann immer noch von Frieden, von Stille gesprochen. Und das ist alles richtig, was er sagt, aber es bringt dich nicht weiter, wenn du eine materialistische Grundlogik noch in dir drin hast. Dort, wo dieser innere Frieden ist, ist reine Liebe. Liebe, die du und ich bist. Das ist die rote Liebe, das ist das rote Licht oder die rote Energie. Dieses Nicht-Denkbare, aus dem alles entspringt. Ich sage immer, der Urknall, bevor er geknallt hat. Und weil der Urknall knallt, zu einem Nicht-Knallen gehört ein knallender Urknall. Das sind die zwei Seiten. Wir sind Liebe, nichts anderes. Rote Liebe ist allumfassend. Schon wieder der Unterschied zwischen roter Liebe und blauer Liebe. Blaue Liebe ist selektiv. Jeder, der sagt, es liebe ich, hat ihn zwangsläufig unheimlich viele Sachen im Hintergrund, die er nicht liebt. Das, was ich im letzten Selbstgespräch gesagt habe, der ganze Christen und meine elementare Aussage, liebe deine Feinde. Ich sage immer wieder, der Feind symbolisiert alles, was du nicht haben willst, was für dich böse, schlecht, unlogisch erscheint. Das ist es Feind. Das musst du anfangen zu lieben. Mach dir diese Perspektiven zu eigen, damit du deine eigene Vollkommenheit in dir erfährst. Hier gibt es keine Selbstliebe. Wer ist denn hier, der mich lieben sollte? Wenn nicht mein Ich, mein Ego, das jetzt mehr Liebe möchte von mir, dann praktiziere Selbstliebe. Aber in der Essenz, lass uns doch das mal betrachten. Denn wenn dein Wesen die Sonne ist, dieses Licht. Sohn, Sohn E, schreibe ich immer. Der Gottessohn rot geschrieben, das rote Ich, ob mir jetzt das JCH oder ICH nennen, in Rot spielt keine Rolle. Das ist E Quadrat, mache ich immer E Quadrat. Dieses E steht für diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Sie kann nicht vermehrt werden, weil sie das Meer UP selbst ist und sie kann nicht vernichtet werden, weil es ihm immer ist, ewig, im Hier und Jetzt. Und dieses im Quadrat steht für JCH, ICH für diese Kombination. Licht der Welt. Dann fragt die Sonne mal, Sonne, scheinst du dich selbst an? Frag den Gottessohn einmal, beleuchtest du dich selbst? Du bist das Licht für die Welt, die du dir ausdenkst. Ich nenne das immer die Lampe im Projektor. Leuchtest du dich an? Da lächelt dich die Sonne an und sagt, wie geht das? Die Lampe im Projektor leuchtet sich nicht selbst an. Sie leuchtet durch dieses Display, wie ich immer das so nenne, durch die Filter deiner Persona projiziert es eine ausgedachte Welt, die nur deine eigenen Informationen sind. Schau diese selbst ausgedachte Welt an,
die jetzt wieder im Spiegel zurückkehrt und filtert die nochmal mit einseitigen Meinungen. Es sind schon Facetten, die du dir ausdenkst, die du dann nochmal filterst. Das ist die Divisionen in dir, diese ganzen Urteile. Ich bin das Licht. Wie soll ich mich selber anscheinen? Und das ist die Liebe auch. Frag die Liebe einmal. Liebe. Liebst du dich selbst? Und da lächelt dich die Liebe an. Und frag dich, wie soll das gehen? Ich bin die Liebe. Ich kann mich nicht selber lieben, denn ich bin die Liebe. Dann fragt die Liebe, Liebe, liebst du uns alle? Nein. Wie kann ich dich lieben, wenn ich die Liebe bin? Ich bin die Liebe selbst. Es liebt. Es liebt. Jede Facette, die ich mir ausdenke, ist eine Facette von mir selbst. Das ist eine kleine Form von Liebe. Das ist eben, das sind die ganzen blauen Liebesperspektiven, wo du sagst, das liebe ich, aber das ist immer wieder das, was du liebst, das scheint dir richtig und dann missachtest du die Kehrseite, das Verkehrte, das Falsche, das ist die Falle. Das musst du auch lieben, wenn du die Liebe bist, weil auch die Kehrseite letztendlich eine Facette von dir selbst ist. Ohne was zu tun, die Liebe muss nichts tun. Und die Liebe ist die sanfteste und stärkste Kraft im Universum. Ein träumender Geist muss auch nichts tun. Er träumt, ohne dass er einen Einfluss drauf hat. Es passiert. Es passiert ganz einfach. Es ist ja immer der Doppelschritt, was genau genommen jetzt ein Dreifachschritt ist, dass ich immer wieder sage, die Freiheit, die du hättest, die du aber nicht nützt, wäre, dass du dich so weit erhebst, dass du dein eigenes Denken, deine eigenen Werturteile, deine Interessen, deine Wertungen beobachtest, ohne die Wertungen, die du beobachtest, selber zu bewerten. Das nenne ich das absolute Tierchengucken. Ein Tierforscher, der in keinster Weise mehr den Sachen, die er beobachtet, irgendeine Qualität zuspricht. Sondern beobachtet, wie Qualitäten sich selbst definieren. Durch Äußerungen, durch Kritik. Die größte Heilkraft, wenn es Flow gibt, dann ist es die Liebe, die der Flow ist. Das ist immer wieder, liebst du dich selbst, liebst du das, was du zu sein glaubst, liebst du das, was du dir ausdenkst, wenn du an dich selbst denkst, dann beobachte dir mal dich wirklich vollkommen wertfrei, dann wirst du feststellen, wie du ständig an dir rumnörgelst. Zum Beispiel, wenn du krank bist, wenn du ein Wehwehchen hast. Wenn dir dein Aussehen nicht passt, deine Frisur, was auch immer. Es ist ein einziges Postulieren von Feindbildern und Unzufriedenheit. Aber wer macht es? Doch dein eigenes Ego. Nicht nur in Bezug auf andere, auf Politik, auf Religionen, sondern vor allem auch in Bezug auf deinen eigenen Körper. Selbstzerstörung. Die Selbstzerstörung dessen, was du eigentlich bist. Und wie fühlt sich das an? Glückseligkeit ist in dir. Aber wir haben alle keine Zeit mehr für Glückseligkeit. Die rote Glückseligkeit hat eben nichts wieder zu tun mit einer blauen Glückseligkeit, weil die schon wieder einseitig ist. Das Glück beginnt ja schon mit unserem Gall, wenn wir es blau machen. Das ist die Welle und du schaust halt immer bloß eine Seite an. Wir müssen so viel tun. Wir wollen so viel. Wir müssen meditieren, üben, praktizieren. Dies Tool lernen, das Buch lesen, hier noch, da noch, hier noch. Wir haben alle, auch in der spirituellen Szene, keine Zeit für Glückseligkeit und Liebe. Wir rennen alle der Glückseligkeit nach, der Erleuchtung, der Liebe. Aber ich sage dir, wir werden dort nie ankommen. Das sind kleine Lichtblitze, kleine Momente, die da vielleicht kommen, oh ja. Aber wenn wir nichts tun, dann kommt die Liebe nach vorne. Du erwachst in der Liebe. Du bist die Liebe. Der sich das jetzt ausdenkt. Aber der ist etwas, was nicht gedacht werden kann. Schon wieder, wenn wir uns jetzt an ausdenken, der sich das ausdenkt. Das Spiel habe ich in tausenden Variationen durchgespielt. Das Rotgeschriebene ist unheimlich wichtig, dass man das versteht.
Es ist immer wieder, das wird hier nicht darauf hingewiesen, dass es sich hier bei dem, was besprochen wird, um etwas handelt, das eigentlich gar nicht gedacht werden kann. Genau, Egal welchen Namen du gibst. Wenn ich immer sage, alles, was ich dir erkläre, das, was ich dir versuche zu erklären, wird mit jedem Wort, das wir sprechen, wird es zerstört. Mit jedem Augenblick, der auftaucht, wird es zerstört. Ohne dass es zerstört wird, wenn man dieses Prinzip der Gleichzeitigkeit von Plus und Minus genau genommen der 16 Perspektiven verstanden hat. Es gibt dann noch mehr, aber ich sage, die 16 wird noch reichen, wenn du die verstehst. Du bist Flow. Wir haben ein bisschen vom kleinen Ich gesprochen, das vergleicht, verlangt und will. Es gibt aber ein großes Ich in dir. Wenn wir einen Samen schauen von einem Apfelbaum, ist bereits... Das ist jetzt ein altes Beispiel, aber um das nochmal zu sagen, das kleine Ich sind eigentlich schon wieder, sobald du an ein kleines Ich denkst, sind es zwei kleine Ich. Das nenne ich das große blaue Ich und das kleine blaue Ich. Und das Groß, was er das große Ich nennt, sind auch zwei Ichs. Das ist JCH und ICH, rot. Das wäre jetzt in dieser Metapher, wäre das Große sind zwei und das Kleine sind auch zwei, weil wir die vier Phasen brauchen in unserem Einheitskreis. Das ist Plus und Plus Minus ist das Rote, das nennt jetzt das Große und das Kleine wäre praktisch dann die zwei blauen Ichs. Ist der Baum drin? Siehst du ihn? Wenig Platz, aber er ist drin. In ihm sind alle die tausend Äpfel, Millionen von Äpfel, die der Baum haben wird, schon drin. In diesen Kern. Übrigens, der Apfel heißt Malus. Das ist ja das Schöne, im Lateinischen heißt es ja zum einen im Apfelbaum und zum anderen heißt es hier böse. Erinnert dich, wo ich sage, der Baum von Gut und Böse wird in der Vulgata ja mit hier das Böse mit Malus übersetzt. Es ist aber Mal ist Gestalt gewordenes Licht, ML, und hebraisiert heißt es gegenüberliegend und beschnitten. Und das ist die aufgespannte Raumzeit. Malus. Das ist alles in diesen einen Kern mit drin. Das ist der Apfelkern, das Beispiel. Ja. Millionen von anderen Bäumen, die aus diesem Baum, aus diesem Samen, Baum, Äpfel, Samen, neue Bäume gibt, alle drin. Sein Zerfall, der Zerfall aller... Ich habe diese Beispiele ja, nämlich immer die Kastanie, den Kasten, das geschriebene Wort. In der Kastanie, dasselbe Beispiel, wo ich ist, habe ich mehrere Male mit der Kastanie erzählt, dass in einer Kastanie entspringt, zuerst einmal der Kastanienbaum, wenn es so sein soll. Wobei die meisten Kastanien, wo ich sage, meine Samenfädchen ja gar nichts waren, die verfahren ja einfach. Überfluss in der Natur. Jetzt ist aber, wenn aus einer Kastanie ein Kastanienbaum entspringt, entspringen ja alle Kastanien, die an den Kastanienbaum dran sind, müssen ja auch in der einen Kastanie drin sein, die diesen Baum erschaffen hat. Aber all die Kastanien können ja wieder Kastanienbäume werden. Das ist jetzt nur statt der Malus. Ja. Der macht jetzt den Malus, den Apfel, was ja auch das Böse ist. Aber ML ist Gestalt geworden, das Licht wird zu aufgespannter Raumzeit. Und die Kastanie, ich nehme die Kastanie als Beispiel, weil der Kasten ist ja unsere Deva. Und das ist das geschriebene Wort, wenn ich sage, ich mache ohne Probleme aus jedem Wort ein 400 Seiten Buch, weil das alles in den einen Wort schon drin ist. Millionen von Bäumen schon drin, sein Humus bereits drin und sein neuer Same schon drin. Alles von A bis Z, vom Anfang bis zum Ende, ohne Anfang. Ohne Ende, schon drin. Wenn du jetzt zu Hause der Same bist alles Ursprungs, dann muss in dir das ganze Universum zu Hause sein. Das Universum kann nie in dir zu Hause sein, du bist das Universum. Uni ist das eine. Uni, ein verbunden seiender Gott. Und das Universum ist das, diese Gedankenwellen, die in dir auftauchen. Es ist alles richtig, was er sagt, aber das Universum ist nicht in dir drin, du bist es. So wie du die Liebe bist, wenn du ich bist. Du hast es nur vergessen, weil du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Auch wenn du findest, du seist nicht so groß, erinnere dich an den Samen des Apfels. Wie klein ist der und was hat da alles Platz? Ich sage immer wieder, was ist der verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Für alles, was du erlebst? Du selbst?
Das ist kein esoterisches Geschwätz, kein religiöses Geschwätz. Das ist der absolute Anfang von allem bist du, von allem, was du zurzeit erlebst. Also kann in dir das ganze Universum zu Hause sein, sogar das alles, was vor dem Urknall da war, in dir drin. Das heißt, die Suche ist hier und jetzt zu Ende. Wo suchst du? Wo willst du hin? Es ist alles bereits hier in dir. Gott hat dich nach seinem Ebenbild erschaffen. Achte auf die Worte, auf das Ebenbild, wie sich das jetzt alles verknüpft, wenn du mit Holofeeling hinhörst, wie das weitergeht. Es ist dieser Anfang, der man selbst ist, was aber erst wirklich verstanden wird, wenn du dieses Hier und Jetzt verstanden hast. Nicht immer noch raumzeitlich redest, sondern der Schwerpunkt ist, dass man zuerst einmal hinweist, was ist eigentlich hier? Alles, was überhaupt von dir wahrgenommen wird, ist hier und es ist jetzt. Aber jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Mit dem, das hat er wohl gemeint, du bist der Same des Ursprungs, also ist alles in dir drin. In dir drin. Das ist übrigens, da müsste ich jetzt ganz kurz einmal, pass auf, kann er mir jetzt fast nicht verkneifen. Lass dich einmal hier in die Holoarithmetik 2 kurz reinschauen. Wie gesagt, dieses Fragment, was ich da letztens geschrieben habe, da haben wir ja einige Sachen, habe ich schon kurz angesprochen. Ich wollte ja nichts mehr schreiben. Einen Moment, das sind jetzt die letzten Sachen. Schauen wir mal da ganz kurz rein. 26 ist die göttliche Zahl. Warte mal, das müsste jetzt da kommen. Fangen wir mal da ganz kurz hin. Dieser Erstgeborene ist ein zentrales Thema in der Schöpfung Genesis 1,1. Du bist dieser Erstgeborene, der sich dieses Gespräch jetzt ausdenkt. Du bist ein Erstgeborener. Präsentiert die Schöpfung und hat 28 Buchstaben. 28 ist eine gerade Zahl und gerade Zahlen haben kein singuläres Zentrum. Wenn man das D-Reich mit 28 Einheiten bildet, gibt es ein D7. Das heißt dazu, hier ist 7 auf der Grundlinie. Mhm. Im Mittelpunkt dieses Dreiecks befindet sich die fortlaufende Nummerierung, die Zahl 13. Und mit dem Zeichen der Genesis 1 ausgefüllt, die 28 Zeichen, ist es das J von Elhayom. Schau dir das an. Das ist jetzt das D7 aus 28 Zeichen. Wenn wir das durchnummerieren, ist da im Zentrum die 13. Mhm. Und wenn wir hier Birosh Bara Elohim reinschreiben, ist es das J von Elhayom. Mhm. Das D7 enthält ein weiteres zentriertes Dreieck. Das Dreieck ist ein D4 mit 10 Einheiten. Zentrum ist der Stachel. Übrigens, Stachel wieder hebraisiert, heißt dann hier SD. Mhm. Bewusst immer sein der Brudergott. Dieser bewusst immer seiende Brudergott, SD8L, ist somit die Quintessenz. Schau, wenn ich jetzt da nochmal eins reinsetze, ist es hier die Quintessenz und in dieser Struktur ist es das J. Mhm. Die Quintessenz ist der kleine Gott, der sich alles ausdenkt. Mhm. 13 ist die Zahl der Einheiten im ersten Hexagramm. Dieses Hexagramm passt genau in das D7 mit 28 Einheiten. Übrigens 28, 2 plus 8 ist 10. Die heilige 13 hat den Zahlenwert, der Worte mein Vater, einer, eins und die absolute Liebe. Diese hebräischen Wörter sind ja, wissen wir ja, ist 13 unter anderem. Übrigens auch die Heilung, GHH. Denk mal an JHWH und jetzt schreib hin GHH, dann hast du der Geist, besteht aus 2H. Und das, dieser Zustand ist die Heilung, das ist auch der Wert 13. Mhm. Erkennst du Geist ist von Gott als deinen geistigen Vater? Und als die rein geistige Ursprungsquelle unseres selbst ausgedachten Uni, plus, minus ist gleich rauf, runter, gleichzeitig, was ums Ohren? Mein Vater ist 13. Einer ist 13. Schauen, jetzt mache ich hier 2x4 Hexagramm, das hat 13. Mhm. Ist auch 13. Mhm. Das Wort L gibt verschiedene Übersetzungen, zum Beispiel weist das auf oben hin. Das ist jetzt, und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprießen, Kraut, das Samen hervorbringt,
Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in welche ihr Same sei auf Erden und es ward also. Das ist übrigens eine totale, in welche ihr Samen seid, eine totale Fehlübersetzung. Da steht nämlich hier, das Sera heißt Samen. Das heißt, mit einem Waff am Ende, sein Samen, und dann kommt B-Waff, das heißt in ihm. Das heißt nicht, ihr Samen war, sondern sein Samen ist in ihm selbst. Auf der Erde, und es ist das Fundament. Dieses Ken, die Basis, des Fundament, F unter wissen wir, Mendio Lügen verbreiten, über ihn drüber. Auf, über ihn drüber ist das Fundament. F unter sind diese Facettenwellen, Mendio Lügen verbreiten. MND heißt übrigens, ist etwas Gegebenes. Vom Gegebenen, Gegebenen. Das Ausgedachte ist eben auf der Oberfläche. Mhm. Auf die Erde gesäter Samen, Sera, kommen aus, jetzt pass auf, schöne Metapher, ein auf die Erde gesäter Samen kommen aus dem zentralen Licht im Mittelpunkt von El Hayom. Das ist das, wenn ich es immer so mache. Wachsen aus einem ausgedachten, trügerischen Licht darüber entgegen. Das heißt, wenn du in der Erde steckst, angeblich, wächst du ja dem Licht entgegen. Du wächst dem Licht entgegen. Aber sie kehren dann, die geöffnete Schöpfung ist immer plus minus, ist gleich null, zum zentralen Licht im Mittelpunkt zurück. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Okay. Mhm. Das 123. Wort in der Tora ist übrigens das hebräische Wort Samen. Das bedeutet Samen. Das im Zentrum des Wortes ist ein Resch, der Kopf. Resch, Rosch. Dieses Resch im 123. Wort, da kommt das erste Mal das Wort Samen vor. Mhm. Dieser Kopf im Zentrum ist das 477. Zeichen. Mhm. Das ist ja, das R steht ja für den Kopf. Ja, ja. Die dieses zentrale Resch, diesen zentralen Kopf einhüllenden Zeichen, Sain und Ain, okay, ergeben das Wort Sain, Ain, das auf einen selektierten Augenblick hinweist. Diese Radik selber ist automatisch dritte Person, er ist zittert und wankt, er ist bewegt sich. Das ist dieses Problem. Mhm. Mhm. Okay, jetzt pass auf. Diese Zeichennummer bezieht sich auf das Wort Nummer 477. Das 477. Wort ist das erste Auftreten des Wortes Jahwe. Das heißt, wenn du die Worte der Tora von Anfang an zählst, ist das 177. Wort ist Jahwe. Steht in Genesis 2,4. Und dieses erste Jahwe beginnt mit den 1849. Zeichen der Tora. Das kann man hier an dem Programm genau machen. Da steht jetzt hier in dem Vers 4, die Öffnung, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden an dem Tage, da Jahwe Gott Erde und Himmel machte. Jetzt macht Jahwe Gott, Jahwe El Hayom, ich sage immer, das ist der Gottessohn. Jetzt schau dir das an, wenn man das jetzt durchzählt. Dieses J, ich habe jetzt hier schon 18, heißt ja ich, das rote Ich. Ja. Und die 49 ist eine gestaltgewordene Spiegelung. Das ist der 1849. Buchstabe, die 18, dieses J. Und das HWH ist dann die gestaltgewordene Spiegelung. Ja. Mhm. Diese Zahl, dieses J, da steckt schon 18. Ich und meine gestaltgewordene Spiegelung. Es ist eine Tiefenstruktur, die du dir nur erahnen kannst, wenn du dich mit Holofeeling auseinandersetzt. Mhm. Es ist übrigens, diese 1849 ist 43 mal 43 und das ist UB 86 ist 43 plus 43. Jetzt müsste ich ganz, ganz kurz hochfahren, dass du hier das nochmal ganz, da bin ich in vorhergehenden Selbstgesprächen da schon mal drauf eingegangen, wenn du dich da noch grob erinnerst. Schau her, 43 ist der Wert von Mag, MG ist 43, ist der Magier. Mhm. Hast du auch Zauberer? Mhm. Zaubermeister. Gespiegelt. Als 4-3 gelesen heißt es Jupiter und Glücksgott. Wieder gespiegelt, als 3,4 gelesen, heißt es Fisch. Mhm. Die 43. Primzahl ist die 181. Da gehe ich ja hier extrem drauf ein, denke an das Stark. Jetzt kommt übrigens der Tenet, da wird es genauso geschrieben, der neue Film ins Kino. Die 43. zusammengezählte Zahl ist 62, gespiegelt 26 Jahre. Alles Zufall? Das 43. Palindrom ist 343.
das ist jetzt, da gehen jetzt die Spiegelungen los. Wenn du den Trailer anschaust von dem neuen Kinofilm Tenet, wirst du feststellen, wird es genauso geschrieben. Ja, wie stimmt. Sie ist. Meinst du, das ist alles Zufall, was ich dir einfallen lasse? Ich spreche durch symbolische Bilder in deiner Traumwelt zu dir. Ja. Jetzt fahren wir da wieder zurück auf die Seite 26. Da waren wir gerade. Siehst du, es ist 43, 43. Der Zahlenwert des Wort Jahwe wird meist mit Herr übersetzt, ist 26. Die 26. Primzahl ist 97. 26 plus 97 ist es 1, 2, 3. Eins ist Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Übrigens bei den Zahlen 1, 2, 3 handelt es sich um die drei super perfekten Primzahlen. Das kannst du in der Holoarithmie des Jahwe auf Seite 99 nachlesen. Das 123. Wort in der Tora ist das hebräische Wort Samen. Und das hat den Zahlenwert 277 und der Zahlenwert von diesem Sakko 277 ist die 60. Primzahl. Die 60. Primzahl ist 277. Beachte, das Samech, die 60 ist einmal Bewusstsein oder die Raumzeit. Dies ist der Zahlenwert der Worte Yama Elayom. Und es spricht UB 86 Elayim. Und der Same ist ich UBs Vatersprache, Deutsch Ivri. Und er, dieses E-Quadrat im Kopf, J-C-H-I-C-H rot, durch seine Ohrenbordungen in seine Geistesfunken sieht. Kannst du alles, das ist eine riesen komplexe, tiefe, gezippte Zahlenstruktur. Jetzt können wir da natürlich noch Wesentliches ins Licht, das lassen wir jetzt aber wieder, da gehen wir jetzt wieder zurück. Ist alles still, alles frei. Die Glückseligkeit ist in dir, die Liebe ist in dir. Wo willst du hin? Unser Leben geht hoch und runter, jedem von uns. Das ist übrigens genau, das ist jetzt dieser Ausschnitt am Video. Jetzt pass auf, ich starte das einmal ganz kurz ein. Und da wirst du feststellen. Das Leben geht hoch und runter. Und wir sitzen meist darauf. Und durch positives Denken und viele spirituelle Praxis möchten wir oben bleiben. Das gibt es nicht. Die Natur zeigt es nicht. Es gibt Tag und Nacht, Ebbe und Flut. Das ist der Fehler. Es ist chronologisches Denken. Dieser kleine Fehler, ich sag, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Entweder hast du das Wirklicht, dass du selbst bist, das wirkende Licht verstanden oder du hast es nicht verstanden. Entweder bist du ein rotes Ich oder du bist es nicht oder du rezitierst nur. Dieses Pixelmännchen, das du dir jetzt ausdenkst, ist ein Gedanke. Es ist was Existierendes. Der Udo ist ein Gedanke, der jetzt vom Computer sitzt, der du zu sein glaubst, ist ein Gedanke. Existierende Dinge werden niemals verstehen, was die Ewigkeit bedeutet, was dieses Zentrum ist. Das kann nur der verstehen, der sich alles ausdenkt. Der ist das Zentrum. Sommer und Winter, okay? Das ist immer noch chronologisches Denken, aber der bessert jetzt sofort aus. Das ist das Zeichen, das musst du merken. Versuche nicht, hier die Welle irgendwie zu beeinflussen. Die Welle ist das Ufer. In dir drin, wenn du deine Mitte finden möchtest, nimm das vollkommen an, was ist. Und in diesem Moment macht es das. Siehst du das? Das ist deine Mitte. Da ist das Auge des Hurrikans. Da. Das ist das und der macht nicht diesen hier, sondern der macht es so. Genau genommen so. Das ist nämlich das vor dir und das hinter dir, das über dir, das unter dir. Jetzt können wir auch noch das rechts und das links, wenn du zeitlich denkst. Denk an die Achsen, die wir drehen. Zweimal diese drei Drehungen. Von den Spiegelungen selber, wo ich im Kleinfeld erklärt habe. Das ist der Hurrikan. Das Leben geht hoch und runter. Bei uns allen. Oh ja. Aber hier ist es immerwährend still. Das ist der Mit-L-Punkt. Mit Gott in einem Punkt. Mit L, mit nichts. Das ist unser aller Mitte. Was musst du tun, um hier hinzukommen? Nichts. Du bist es bereits. Meine Botschaft. Es ist immer alles richtig, aber die Kleinigkeiten mit dem zeitlichen Denken, es ist hell, es ist dunkel. Da wäre es wichtig, dass er sagt, es ist jetzt hell und es ist jetzt dunkel. Es kommt nicht zeitlich nacheinander.
Was sagte Udo immer wieder, wenn du an einer Internetadresse plus dieses boom.de, schreibst, wirst du die Seite nicht aufrufen können. Du wirst es nie verstehen. Es geht wirklich um die Kleinigkeiten. Wenn ein Jota verloren geht oder du lässt den Punkt weg, zerstörst du das Ganze, das heilige Ganze. Wie viele Sachen willst du nicht haben? Wie viele Sachen willst du anders haben, wie sie sind? Du zerstörst das heilige Ganze damit, dass du selbst bist. Damit hältst du dich in dieser unbewusst geträumten Welt fest. Als dieser Brösel, der du zu sein glaubst, mit dem du dich verwechselst. Wenn du dich versuchst, diesen Brösel am Leben zu halten, hältst du dich in dieser Struktur fest und täglich würdest du das nur mit dir und du kriegst es nicht mit. Wir machen hier kein ESO-Geschwätz. Das ist es, wo ich sage, es hat jeder recht, aber nur ein bisschen. Der ist ja ziemlich dran. Aber es ist trotzdem, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Ja. Denk an mein Beispiel mit der Dartscheibe. Ja. Wenn du ins Zentrum triffst, in diesen Mittelpunkt, in den Stachel, wenn du den Stachel erkennst, diesen immer seinen Brudergott in dir selber, der dir das jetzt erzählt. Wenn du Kontakt hast, ein zusammengeschmissener Takt ist nicht zack, 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 sondern puff. Weil alles jetzt ist, dann hast du es verstanden. Und die geringste Kleinigkeit und Ungenauigkeit, der Kabelstecker, den wir im Auto abziehen, dann fährt das Auto nicht mehr. Darum muss man sehr, sehr genau werden. Einfach nur präzise und genau werden, was ist jetzt eigentlich da? Und dann wirst du feststellen, wie ungenau die Menschen sind in ihren Einseitigkeiten, wie sie ständig gegen irgendwas demonstrieren, was sie loshaben wollen und meinen, die Heiligkeit zu erreichen, wenn sie das Böse vernichten. Genau. Die arithmetische Verständnis, was ist eine Wurzel, was ist eine arithmetische Quadratwurzel? Es ist immer mit zwei ein Plusergebnis und ein Minusergebnis gleichzeitig. Das ist die Urwurzel, dieses Dual. Du nichts kannst immer nur als Urwurzel das symmetrisch aufspannen. Damit kannst du was erzeugen, ohne deine Heiligkeit zu verlassen. In dir. Es ist in dir, es ist hier und jetzt, egal wo du dir es hindenkst. Das ist hundertprozentig sicher. Du lebst in einer Welt mit angeblich so unendlich gescheiten Leuten, Homo sapiens, wo ich dir so leicht beweise, dass die Masse, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis, dass die nicht einmal wirklich wissen, was 100% sicher bedeutet, weil nämlich über 99% von den ganzen Axiomen und Theorien, die sie als hundertprozentig sicher ansehen, könntest du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Aber es sind ja Axiome, die sind ja wirklich, dass man sie glaubt, weil es logisch erscheint. Eine neue Logik ist wie ein neues Leben. Da können wir so weit reingehen in Details, dass ja alles dasteht, wenn man es richtig lesen tut. Mal schnell, mir fällt da gerade noch was ein. Ich fast nur mal das kurz dazuschalten. Ja? Wir schauen da mal ganz kurz rein in den Impulserhaltungssatz. Da haben wir ja schon, ihm ist das Meer, wenn wir es hebraisieren. Der Puls, lateinisch, heißt ja eigentlich einen Brei schlagen, habe ich so oft erzählt, Brei, Schinlagen. Der Pulserhaltungssatz. Das ist so eine schöne Sache, wenn wir das jetzt durchlesen. Der Gesamtimpuls eines Mech-Ani, schon abgeschlossenen Systems, das ist deine Traumwelt, ist ein abgeschlossenes System. Mechanisch abgeschlossenes System bedeutet, dass das System nicht in Wechselwirkung mit seiner Umgebung steht. Das heißt, es gibt keine Umgebung um dich herum in deiner Traumwelt. Es gibt dich und das, was du um dich herum ausdenkst, aber darüber hinaus gibt es nichts. Erst wieder, wenn du dir es denkst. Du kannst jetzt sagen, um mich herum ist mein Schädel. Du hast die Augen vor mir, die Haare über mir. Ja. Denk dir eine andere Peripherie um dich herum aus, meinetwegen, wenn du dich in ein Z im Meer befindest, in einem Zimmer befindest, hast du die Wand vor dir, dann ist zwangsläufig eine Wand hinter dir, eine Wand über dir und so weiter und so weiter. Aber was ist dann dahinter? Das musst du dir erst wieder denken. Ja. Ja. Die Impulsverhalten gilt so wie in der klassischen Mechanik immer Mech. Mech ist Gehirn, Ani. Mech ist das Gehirn und Ani ist dein Ego, dein Konstrukt, dein schöpferisch existierende Intellekt und Chor ist dein. Das ist dein Ani, das Mech ist dein Gehirn. Das Wort Mechanik im Chat heißt auf Hebräisch Gehirn. Und das ist dein Ani, das ist die schöpferische Existenz deines Intellekts. Das ist ein Symbol, das blaue G, für den Verstand, für deinen Schwamminhalt.
Das heißt, also in der klassischen Mechanik, das ist Newton, als auch in der speziellen Relativitätstheorie, immer dran denken, das ist eine, die klassische Mechanik ist keine Theorie, die gilt als bewiesen, ist aber auch bloß eine Theorie. Sag ich dir jetzt. Die Relativitätstheorie steht hier schon, ist eine Theorie, das ist eine Sichtweise. Und die Quantenmechanik ist auch eine Theorie. Sie gilt als unabhängig von der Erhaltung der Energie und ist etwa bei der Beschreibung von Stoßprozessen von grundlegender Bedeutung. Was du jetzt hier wieder zeitlich empfindest, der geht jetzt da in die Richtung und er geht das, was hier, du bist schon wieder in einem Zeitakt. Das ist nur eine Spiegelung eines Impulses, das ist eigentlich plus minus, wenn du das jetzt gleichzeitig siehst. Ah ja, okay. Du siehst, die Seite ist oben, dann ist die Seite unten. Ja. Kann man als Pendel übrigens auch darstellen. Was jetzt übrigens das Interessante ist, dass wenn wir jetzt diese Stahlkugeln, würde jetzt das keine Rolle spielen, wenn wir jetzt da Milliarden und Abermilliarden von Stahlkugeln nehmen, wenn wir das idealisieren, würde sich dieser Impuls durch diese Kugeln, würde dasselbe passieren, jetzt rein idealisiert physikalisch. Mhm. Das heißt, wenn wir hier jetzt Lichtjahre dazwischen machen, sobald ihr hier aufschlägt, geht ihr hier hoch. Das heißt, wir haben eine zeitlose Bewegung in diesen, das nennt man dann das Durchtunneln. Mhm. Bewegt sich der Impuls in dieser Materie, in den Kugeln, in dem Beispiel jetzt mit Lichtgeschwindigkeit? Nein. Wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich gar nicht mehr. Also nochmal, wenn jetzt diese statt drei Kugeln hier eine Reihe von Kugeln wäre, die wir jetzt uns, ich sag fast unendlich weit denken, hätte man dasselbe Prinzip, wenn der hier aufschlägt, geht der hier hoch, im selben Moment. Mhm. Weil zwischen den beiden Kugeln, die du dir jetzt auseinander denkst vor dir, die befinden sich beide hier und jetzt im Zentrum, in diesem Mittelpunkt. Mhm. Alles, was passiert, passiert in diesem Mittelpunkt des träumenden Geistes. Es ist nur als peripher um dich herum ausgedacht. Mhm. Und jetzt haben wir hier die Impulserhaltung, wenn die kinetische, das ist, denk ans Kino, die bewegte Energie, bei Stoß erhalten bleibt, elastischer Stoß, als auch dann, wenn dies nicht der Fall ist, der unelastische Stoß. Jetzt das, ich könnte dir das jetzt so zerlegen in der Sprache und in den physikalischen Formeln, die stimmen nämlich alle, wenn du da jetzt hinschaust. Es ist immer ist gleich Null. Wenn man dich dann alle zusammenschmeißt, weil alles gleichzeitig passiert. Wenn du jetzt da übrigens hinschaust, die Teilchenmassenbewegungen, da wenn ich dir jetzt die Schrödingers bewegen, schau dir das einmal ganz kurz an, das ist zwar eine andere Formel, im Grundprinzip steht da dasselbe wie in der Schrödinger Wellengleichung. Aus dem System kommst du eigentlich gar nicht raus. Ist gleich Null. Das ist dieses Zentrum, dieses Nichts, das reine Energie ist, des Geistes, das nur ständig in eine andere Form von Energie, die peripher ausgedachterweise um dich herum ausgedacht wird. Das sind trotzdem deine Informationen, egal wo du dir was hindenkst. Mhm. Ja. Ich könnte das so unendlich viel dazu erzählen, müsstest du dieses Fehl, es stimmt alles, aber nicht die Erklärungen, die dabei stehen. Mhm. Ja. Das ist, du wirst merken, das ist immer alles verbunden mit dem Deutsch Ivri. So einfach ist es. Aber das musst du alles nicht wissen. Das ist das große Geheimnis. Du musst es momentan nicht wissen. Ich erkläre dir zurzeit, sagst du mal, was du bist. Das hat jetzt dieses Pixelmännchen, das wir uns jetzt denken, in die Vergangenheit, auch erklärt. Einmal frei erklären so viele. Aber du solltest immer nach Fehlern suchen. Ihr werdet jetzt mit Holofeeling sofort aufhören, dass du noch sehr, sehr viel, es ist hell und es ist dunkel, es ist hell und es ist dunkel. Es ist zwar alles in dem Punkt, aber es ist trotzdem dann nacheinander hell und dunkel. Ja. Es gibt kein Nacheinander. Und dann doch nach Endchat diese immer seiende Kollektion heißt ruhend. Ja. Ayin habe ich so oft erklärt. Dieses Nach-Ayin ist nicht existierend. Das Ruhende kann nicht existieren. Das, was existiert, sind die Gedankenwellen, aber die existieren immer symmetrisch. Dadurch existieren sie. Der Arier. Für einen Arier existieren die immer gleichzeitig, obwohl sie existieren, existieren sie arithmetisch eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, wenn wir schon was aufspannen, spannen wir es vollkommen auf. Aber um dann was zu sehen, müssen wir zwangsläufig eine Seite davon anschauen.
Ja. Aber immer mit dem absoluten Wissen, dass das andere im selben Moment auch da ist, rot geschrieben. In dem Moment, wo ich ein Video anhalte und ich schaue mir ein stehendes Bild auf dem Bildschirm an, weiß ich, dass die ganzen anderen Bilder auch da sind. Nicht die Bilder, die vorher waren und die noch kommen werden, sondern die im Roten da in der Datei, die vergangenen Bilder und die noch kommenden Bilder. Du merkst schon, wie hartnäckig dieses chronologische Denken. Es sind doch auf der Datei gleichzeitig da, wenn ich jetzt ein Bild anhalte. Und die können immer nur aus diesem Kontinuum gleichzeitig im Jetzt auftauchen. Im Jetzt. So einfach ist es. Ja. Das heißt, die ersten zwei Zeitschritte, es ist ein vollkommen anderes Denken. Es ist kein religiöses Denken, kein esoterisches Denken und auch kein naturwissenschaftliches Denken, sondern die Vervollkommnung. Denk wieder an Man Femenze dort. Es ist ein Denken, das alles, was bisher gedacht wurde, bestehen lässt, auch als richtig ansieht, aber unvollkommen richtig. Ja. Als Perspektiven, als Facetten. Und das aber weit über das bestehende Wissen hinausgeht, ohne irgendwie ein bestehendes, bisher bestehendes Wissen, eine bestehende Logik als unnötig zu betrachten. Darum sind noch da keine Feindbilder da. Super. Und du musst der Erste sein, der das verstehst, und du hast unendlich viel Zeit von mir. Zuerst musst du mal verstehen, was du selbst bist. Und das hast du dann verstanden, nicht begriffen. Begriffen spreche ich dir jetzt schon zu, dass du es begriffen hast, eventuell. Verstanden hast du es, wenn du vor nichts und niemandem mehr Angst hast und dich über nichts und niemanden mehr aufregst. Wenn du beobachtest, wie dein momentanes Ego, das noch in dir läuft, einseitig reagiert und werdet, ohne dass du diese Wertungen verändern willst, sonst bleibst du ein blindes Arschloch. Jeder Beobachter, der etwas beobachtet und damit nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Und wenn ich mich jetzt als reiner Geist mein Ego beobachtet, wie einseitig das noch ist, was mein Ego noch für ein blindes Arschloch ist, und ich will mir das abgewöhnen, bin ich nicht dieser Beobachter. Ja, aber wie heilt sich das dann? Indem du die Sinnlosigkeit als Beobachter erkennst. Ich wiederhole immer dieselben Sätze, indem du die Sinnlosigkeit von Ärger erkennst. Es ändert doch nichts an dem, was ist. Das, was ist, verändert sich von ganz alleine, wenn du es zulässt. Aber du hältst ja jede Kleinigkeit immer wieder am Leben. Corona jetzt. Diese massive Manipulation, dich manipulieren nicht die offiziellen Medien, wenn du dich aus denen ernährst. Und dich manipulieren auch nicht die Verschwörungstheoretiker, wenn du dich geistig von diesen Seiten ernährst. Du ernährst dich prinzipiell von Einseitigkeiten. Das, was dich manipuliert, ist dein eigenes Ego, weil es ihn bloß immer an einer Seite festhält. Nämlich an der Seite, die ihr momentan logisch erscheint. Und ich sage jetzt, um dich wieder heil machen zu können, muss dir die andere Seite auch logisch erscheinen. Und es ist nur ein Akt geistiger Beweglichkeit, einer Beweglichkeit, die nichts zu tun hat, dass sich da irgendwas durch Raum und Zeit bewegt. Es ist wie Puzzlestücke, die man zuerst einmal hier ein bisschen sortieren. Was gehört zusammen? Ach, der gehört in die Schiene, der gehört in die Schiene, der ist aus dem Lager, der ist aus dem Lager. Das ist so, wie wenn du ein großes Puzzle hast und dann haben wir mal die blauen Sachen. Gibt es verschiedenes Blau? Ist es ein Himmelblau oder ein Meerblau? Dann haben wir Grün, vielleicht Wald oder Blumen. Wir machen zuerst einmal, dass wir da davon ausgehen, dass nicht irgendwo in dem blauen Himmel irgendwo ein knallgrünes Puzzlestück ist. Wir sortieren es erst einmal grob vor. Genauso machst du das jetzt mit Menschen, die in dir auftauchen, mit Charakteren, wessen Kind sie sind. Das erkennst du ganz leicht, wenn du ihnen zuhörst, was ihre Welt, ihre Interesse ist, ihre Feindbilder ist. Und dann kannst du die in gewisse Lager einsortieren. Dann kann man mal ein großes christliches Lager machen und dann wirst du beim genauen Zuhören, das ist ein Zeuge Jehovas, das ist ein Katholik, das ist ein Protestant. Und dann hast du Moslems und dann merkst du, das ist mehr in die Sufi-Richtung, der geht mehr suidisch, sunnidisch und so weiter und so fort. Du merkst es, wenn die was äußern. Und dann kannst du die zusammensetzen. Und das ganze heilige Ganze ist, das bist du selbst. Weil du jetzt wirklich rote Liebe wirst, deine allumfassende Liebe. Das war dieser brutale Satz, wo ich sage, du nennst dich eventuell Christ. Wie sieht's aus mit Sorge dich nicht um morgen?
Und vor allem liebe deine Feinde. Mach dir doch einmal bewusst, wie dir dein Ego Feindbilder aufzwingt. Und achte auf Kleinigkeiten, auf die Details, die du nicht haben willst. Und wenn es bloß deine Frisur ist morgens, wenn du an deinem Körper rumnörgelst. Oder wenn du ein Wehwehchen hast. Du willst immer das Krank wegkommen. Du willst, wie ich immer sage, du willst hier die Grieche wegkommen, die Zerstörung wegkommen. Aber die brauchst du doch. Wie soll denn aus einem Ei eine Raube werden und aus der Raube ein Schmetterling werden? Wie soll aus einem Säugling ein Schulkind werden und aus einem Schulkind ein Erwachsener werden? Wie soll aus dir Trockennasenaffe ein ewiger Geist werden, wenn du den Trockennasenaffen nicht zerstörst, diesen Körper, der du zu sein glaubst? Weil du ja nur bestrebt bist, den möglichst lang am Leben zu halten. Und du wirst den von mir behalten dürfen bis in alle Ewigkeit, glaube es mir. Aber so wie ihn täglich grüßt, das nur mit dir. Einer meiner leichtesten Übungen. Du hast es in der Hand. Wenn es passieren wird, wird jetzt passieren. Und ich sage, jetzt spiel deine Rolle weiter. Ich betone immer wieder, wir lassen das Leben unangetastet. Alle, die meinen, die müssen andere überzeugen. Ich habe ihnen das nicht gesagt. Ich sage, du musst Gedanken von dir von nichts überzeugen. Du musst den einen überzeugen, der sich das alles ausdenkt. Das bist du selbst. Den musst du erklären, was er ist. Nicht an Gedanken von dir. Ich mag es jetzt wieder so, habe ich das Bedürfnis, meinen Händen zu erklären, dass ich derjenige bin, der sie auf und zu macht? Ja. Versuche mal deinen Computer zu erklären, dass er Computer ist. Versuche mal, den du dir jetzt ausdenkst. Versuche mal, einen Affen zu erklären, dass er Affe ist. Oder einen Papagei zu erklären, dass er ein Papagei ist, der alles nach Papagei oder nach F, was man ihm erzählt hat. So wie der Computer alles zu anschauen bringt, was man in ihn einprogrammiert hat. Jeder normale Mensch ist nichts anderes wie ein normaler Computer. Aber letzten Endes sind beides Gedanken, die von dir ausgedacht werden. Selbst der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, ist ein Gedanke von dir. Der hat noch nie was anderes behauptet. Was ich aber auch behaupte, dass ich du bin. Rot geschrieben, dass ich der bin, der sich das alles ausdenkt. Bist du schon ich? Jetzt lassen wir es gut sein. Spielen wir noch eine Runde Affe. Danke. Ciao.